Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum Box Office Tippspiel der Kalenderwoche 6. Heute haben wir mal zwei Filme zum Tippen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir fangen mit dem ersten Film an, und zwar 50 Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Dieser Film geht 115 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Der Regisseur ist James Foley, hat bei Verführung einer Fremden mitgewirkt und bei ein paar Folgen House of Cards. Dann die Hauptrolle geht an Jamie Dornan, hat natürlich bei 50 Shades of Grey den ersten Teil mitgespielt. Im Rausch der Sterne hat er noch mitgespielt mit Bradley Cooper. Und Dakota Johnson spielt noch mit, hat natürlich auch im ersten Teil mitgespielt. Und unter anderem noch bei Need for Speed und bei Black Mass mit Johnny Depp. So, dann kommen wir mal zum Inhalt. Anastasia versucht, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Punkt. Doch Christian tut alles in seiner Macht, um sie zurückzugewinnen. Als auch Anna ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten. Ich tippe mal, 18 Millionen wird dieser Film einnehmen. So, und dann kommen wir zum zweiten Film. Und das soll sein The Lego Batman Movie. Ja, dieser Film geht 104 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben. Der Regisseur ist Chris McKay. Er hat bei The Visit eine außerirdische Begegnung Regie geführt. Und das war's auch. Die Stimmen im amerikanischen Bereich sind Will Arnett, Rosario Dawson und Ralph Fiennes. Und dann noch der etwas dicklichere von Hangover. Da kann ich den Namen nicht aussprechen. Zach Galifianakis. Ich hoffe, das ist so richtig. Der spricht da den Joker. Und bei den deutschen Stimmen spricht der gute Gronkh den Joker. Ja? Krass, gell? Naja, bin ich mal gespannt, wie der Joker da zu hören ist. So, dann kommen wir mal zum Inhalt. Und zwar, in Gotham stehen weitreichende Veränderungen bevor. Und wenn Batman verhindern will, dass der Joker sich die Stadt durch eine feindliche Übernahme einverleibt, muss er vielleicht endlich einmal sein Image vom einsamen Rächer revidieren und die Unterstützung anderer annehmen. Außerdem könnte es ihm auch nicht schaden, wenn er alles etwas lockerer sehen würde. Ja, ich glaube, ich werde da jetzt ein bisschen hochgreifen, aber dieser Film wird 35 Millionen Dollar einnehmen. Mal schauen, The Lego Movie hat ja auch gut abgeschnitten eigentlich. Na, mal gucken. Also ich bin auch gespannt auf den Lego-Film. Freue ich mich schon sehr. Und ja, was tippt ihr? Bis Donnerstag habt ihr Zeit. Leider ist es doch erst Mittwoch rausgekommen jetzt, das Video. Tut mir leid, aber ihr habt ja dann immer noch sozusagen zwei Tage Zeit. Also, bis dahin, bleibt dran, bis dann, euer Steffo, ciao, ciao.